Hallo Leute, ja, wir sind auf Reise zu unserem zweiten Tor. Ich denke, dass wir das Leder da jagen und ihr schaut mal das Logo an und dann gucken wir mal, wenn wir hier das Schiff hinkriegen, ne? So, jetzt sind wir hier angekommen. Das Feuer ist aus, aber es ist, glaube ich, auch nicht mehr möglich, das anzumachen, weil es gerade draußen regnet. Sehr schön. Kann das Tor mal einer ausmachen? Das nervt. Was haben wir denn hier in der Truhe? Leider kein Leder. Haben wir sonst noch was? Wir können ja mal eine Fackel vielleicht anmachen, dann sehen wir auch was. Haben wir noch eine zweite Truhe? Ne, nur eine Werkbank. Gut, das können wir schlafen. Spawnpunkt gesetzt und schlafen. Bett benötigt im Feuer in der Nähe. Ja, super. Regnet aber. Jetzt wäre die Frage, könnte ich hier ein Dach drauf bauen und dann ist das Feuer wieder an. Bauen. Das wäre jetzt gefragt, ne? Strohdach. Kriege ich das hier an? Oder beziehungsweise kriege ich das da drauf gesetzt? Fehlende Voraussetzung. Holz. Kein Holz mit. So, das war das Bett. Ich dachte schon, da wäre rechts was, aber das war nur der Stein. Truhe. Holz. Kernholz. Kriegen wir jetzt das mit dem Dingens da oben hin? Gucken wir mal, wenn ich da noch eins hinsetze. Brennt das Feuer dann? Ist es dann unter Dach? Wohl nicht, ne? Könnte ich noch eins dran ersetzen? Jetzt habe ich nicht genug Holz. So ein Shit. Wir haben mal wieder mal nichts zu essen dabei, ne? Auch gut. Ey, nicht so weit rollen. Da muss ich ja schwimmen. Das klappt gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Wir sollten gerade mal erstmal was essen. Ich habe nämlich auch vielleicht irgendwo so einen Kauz gehört, oder? Vielleicht reicht es ja zum Dach machen. Was liegt hier noch rum? Vier. Bauen hier nicht möglich. Ah, jetzt geht das Feuer. Okay, das würde bedeuten, ich könnte jetzt schlafen. Du kannst um diese Zeit nicht schlafen. Läuft. Da geht auch schon die Sonne auf. Das ist jetzt nur hier Feuer, was da blendet. Naja. So, und jetzt müssten wir Hirsche finden. 10 an der Zahl brauchen wir oder 9 noch? Der ist doch hier rechts, oder? Da unten ist er doch. Das Leder haben wir, ne? Gut. Einmal wieder aus dem Wasser raus. Gucken, wo wir den nächsten finden. Hier sind Pilze, die sollen wir vielleicht auch noch mal gerade aufnehmen.
drüben ist einer. Okay, in die Richtung ist gut, weil da kann er nicht weg. Denkst du, oder? Wo ist er? Weg. Da unten läuft er. Da hinten ist ein Steinewerfer. Ist hier noch wer? So. Da ist ein Haus, oder? Da hinten läuft noch einer. Denn ist ein Wildschwein, das kriege ich aber kein Leder von, ne? Der ist hier irgendwo. Kriegen mit Pfeil und Bogen. Stopp mal, dafür brauchen wir jetzt nicht die guten Pfeile nehmen. Und wir haben sogar nur diese hier.
Ja, keine Kraft mehr, ne? Na, da steht so ein schöner Stein. Da läuft noch ein Hirsch, da laufen sogar zwei. Läuft der dritte lang? Das Leder haben wir. Hier muss auch noch Leder liegen, oder? Irgendwas zu viel dabei. Nur das Leder wenigstens aufgehoben. Nee. Jetzt müssen wir gerade gucken, was wir wegschmeißen hier. Kommt der auch wieder? Bestimmt, ne? Ich glaube, wir gehen mal gerade zur Hütte und bringen was weg. So, jetzt wieder darüber, dass wir an unserem Schatz rum. Was der hier ist, da. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Der schwimmt so weit raus, da brauche ich gar nicht versuchen. So, wir müssen noch mal gucken, wo das andere Zeug ist. Das haben wir weggeschmissen. Ja, wo muss noch die Beute sein? Hier ist er. So, wie viel hier schaffen wir denn jetzt? Acht, wir brauchen noch zwei.
Einer war da. Wo ist er? Da kommt er. Habe ich ihn schon erwischt, ne? Ist er schon wieder da? Ja. Wo springt er diesmal rum? Wieder ins Wasser? Da kommt er. Den habe ich erwischt. Oder? Wo war es? Da. So, jetzt fehlt mir tatsächlich nur noch einer, ne, oder? Nee, ich habe beide. Es gab zweimal Fell. Sehr schön, das heißt, wir können das Boot bauen. Dann mal zum Haus hier hin, weil das Boot möchte ich dann hier zu Wasser lassen. Oh, jetzt schläft er. Naja, dann ist das halt so. Aber wir können ja auch einen Cut machen und machen das Boot in der nächsten Runde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.